Hanna, was machst du denn da? Hast du dein Auto fertig gewaschen? Oder vorne noch? Oh, vorne glänzt du ja schon wieder. Warst du schon wieder leer, oder was? Nein, ein bisschen noch. Du hast doch aber einen ganzen Kanister geholt gerade, oder nicht? Aber auf jeden Fall ist der Fall nicht. Weil das Problem ist, dass direkt da unten die Platine ist. Da kannst du ja abnehmen, das Ding hier. Ja. Aber ich brauche mir noch vorher 6 Uhr. Aber Hanna, du machst das schon, ne? Jeden Tag putzt sie das Ding. Schön. Ist immer so, ne? Ich glaube, dass da ein bisschen mehr kommt heute. Na, Anfang des Jahres, eigentlich immer. Ich fahr auf VW, ne? Revier markiert. Das ist der Vergaser, tropft ein bisschen nach. Was macht er hier? 6. Ei, der ist trocken. Eigentlich nicht. Und das er hier ist auch trocken. Ja. War ja klar. Ein Tropfen bei der. Die Taxigurke natürlich auch. Beim Camaro kann nichts passieren, weil der hat 20 wie 50 drauf als Standöl. Ach, du meinst Honig kann nicht tropfen, oder? Genau. Ja, gut. Dann fahren wir los. Ja. Aber Jungs, das hier ist krass, ne? Müssen wir mal gucken. Von Dreiersteckdose in Dreiersteckdose in Dreiersteckdose ja, nee, in. Nee, das ist eine 6-fach-Steckdose. Ist ja trotzdem eine Steckdose. Dreier, so ein Dreier. Dann da auf Funk. Hm? Dann wieder auf Verlängerungskabel auf Dreiersteckdose. Bis auf Funk da hinten. Dann geht das Kabel da so wieder lang. Hier hoch. Hier über die gute Wäscheleine mit. Was haben wir hier? Rattenfallen. Hat er gesagt. Rattenfallen. Alter, guck das an hier. Und dann der nächste. Alles schön belegt. Klick, klick. Dann hier rein. Da weiter. Dann geht das da oben. Klack, klack. Steckdose. Weiter. Was ist denn das hier? Eine Rattenfalle oder was ist das? Das ist auch Ratten. Das sind solche hier für Mäusefallen. Das sind solche Zuhalter, die kannst du wieder aufmachen. Hast dein Arm. Hast du meinen Arm? Ich hast du einen drauf. Ja. Aber wir sagen sie mal, das sind Ölflecken. Natürlich will ich jetzt nur Wasser, aber jeden Tag mehr Mercedes waschen muss. Ja. Aber Alter, was für ein Dreck da drin ist, ne? Jeden Tag Handwäsche? Jeden Tag, ohne Pause. Dann machen wir heute eine Instandhaltungsfahrt mit dem Ding, ne? Ja, ja. Ich habe ja schon fertig gemacht gestern. Ich kann dir mal zeigen. Ich habe nämlich kein Video davon gemacht. Da kam es bei dir auf dem Kanal exklusiv. Exklusiv? Ja, ja, zeig mal her. Ja, ich hab erstmal die ganzen Dichtungen aufbereitet, die Stoßstangen aufbereitet. Die sind dunkler. Fahrradkonservierer? Nee, mit anderen Zeug. Das habe ich euch zugeschickt gekriegt. Wollen ausprobieren. Dann habe ich hier unten das Stück hier hinter schwarz lackiert. Da war vorher so ein bisschen Rost zu sehen immer. Okay. Flugrost. Das habe ich komplett sauber gemacht, abgeschliffen. Und hab das hier. Ja, unten Chromkeder drin, wa? Ja, ja. Das ist ja, wir lassen uns für 20 Euro im Internet hier so einen kompletten Gerät gesehen. Da war das schon wieder weg, wo ich ihn kaufen wollte. Ich suche die Leiste hier oben, die hier ist. Die fehlt mir noch. Weil ich den bösen Blick gar nicht weghaben würde. Ich finde, das passt ja alles gar nicht. Ja, der böse Blick ist irgendwie noch so ein bisschen. Das Halsband rummachen. Aber wir haben auch noch richtig guten Stoff hier. Wollte ich ja sagen, ne? Der muss rein. Aber nicht jetzt. Oh. Oh. Gleich während der Fahrt. Wenn ein bisschen Flugrost wegmacht. Ist er wie neu. Ja, der Hart. Der Hart. Der Pinsel, den Hanna genommen hat, gestern sauber machen. Hanna hat ihn abgepinselt mit der Hand, den Wagen. Ja, gut. Letztlich habe ich überholt von den jetzt komplett. Ich habe hier ein neues Radio reingesetzt. Ich war gar nicht bei gewesen gestern. Glaubt man gar nicht. Für meine Verhältnisse über. Aber da war auch eine Bastelelektrik. Glaubst du gar nicht. Also da hast du echt das Kotzen. Hättest du doch Kotzen gekriegt. Das hinten ist Kabel, das wickeln hier noch schwarz ab. Ich sehe das schon, noch mit dem ganzen Klebeband. Und ja, ja, das fand ich schön. Also hinten ist das nicht mehr so schlimm. Es ist, dass ein Kabel lang geht und kein Kabel war so. Ja, 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 klar. Katastrophe war das. Ja, gut. Ja, gehört dazu, ne? Na ja. Na gut, dann hier. Klasse. Ja, damit wollen wir heute mal ein Treffen ändern, ne? Ja, ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja noch einer. Wäre auch geil. Oder Hanna, kommt heute noch ein Derby? Sagst du ja oder nein? Ja. 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 So, sagst du mal tschüss? Ich hab gerade vorne weggerollt.
Süß. Die schaut nicht gut raus. Ich hab Schluck auf. Du hast was? Schluck auf. Wenn der jetzt mehr Leistung hätte, ne? Dann wäre das ziemlich geil. Jetzt weiß ich auch, wo die runden Kreise da hinten herkommen. Ja, von den Plastikrädern von Hammer. Ja, 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 ja. Definitiv, das kann nur sie gewesen sein. Kannst du auch hupen? Nee, die habe ich abgeklemmt. Okay. Immer zu nervig, die ganze Musikscheiße da drin. Die Batterie wird auch leer, deswegen. Das wird schon lange darauf getroffen. Überleg mal, der war doch heute, das ist voll weit. Der hat nicht das Brett bei der Monopol. Zwei Hallen in ein Ohr. Weißt du? Zwei Hallen in ein einziges Ohr. Jetzt ist weg. Ja. Nee, spann ich hier noch raus. Ich habe noch ein Atombrett vom Polo. Das ist ein Atombrett. Das Scheiße ist ja einfach nur, dass du das früher am Atomrepp brauchst. Echt, mal her, zeig mal deinen Arsch. Zeig mir deinen Arsch. Oh, geil. Oh, ja, so fahre ich zu treffen, so bin ich. Ja, du bist halt ein richtiger Voll-A. Guck mal, ich hab ein Loch am Arsch, das darf ich wieder am Atomrepp. Sehr schön. Gott, das ist doch ein Abgang. Er kommt schon. Für seine Verhältnisse ist das ein gutes Auto. Ja. Komm, Rost, was will der überhaupt damit? Und der Blinker. Und keine Hammerit-Lackierung. Und schöne Felgen. Das ist aus Plexiglas. Ja, durchsichtig. Ja. Das kann hoch. Und ja. Ein kleines Boot probieren, aber so im Rennen. Und griffecht. Das muss. Aber diese Winde schon der Original mal auch gut komplett lackiert wurde. Der Motor da drinnen wäre auch geil, ne? Oder machen, komm. Heute Nacht. Und was ist mit deinem Motor? Der geht da rein. Ach, du spinnst doch. Ach, bei mir der hat gar keinen Unterschied. Da läuft doch genauso. Standard. Wieso dreht er da so hoch? Ja, dann haben wir hochgedreht. Die Ampel macht gleich grün. Genau. Wir sehen uns. Der Gurkenkönig. Der Gurk. Und zieh mir die Ausstellfenster mal ab. Die kann ich für meinen gebrauchen. Die passt bei dir gar nicht rein. Ist egal. Für die kann ich die auch gebrauchen. Ach so. Dann vergessen.